Howdy, ich habe uns erfolgreich aus dem Pokal herausrotiert. Ja, blöd gelaufen, aber ja, dann müssen wir uns jetzt auf die Liga konzentrieren. Ist vielleicht auch besser so, aber naja, war schon ziemlich scheiße. Wir müssen jetzt in Braunschweig punkten. Das nächste Auswärtsspiel. Bisher haben wir uns auswärts desaströs präsentiert in Hamburg und auch jetzt in Sandhausen. Und jetzt in Braunschweig müssen wir ein anderes Gesicht zeigen. Bauer verwechselt, ich weiß nicht, wer das ist, und Innenverteidiger brauchen wir nicht. So, noch 2 Tage, wir spielen am Samstag. Quotentechnisch sind wir leichter Außenseiter, zu EK wird Hünemeier geschickt. Gucken wir uns mal die anderen Freitagsergebnisse an. HSV gegen St. Pauli, beide bisher noch ohne einen Punkt abgegeben zu haben, auf Platz 1 und 2. Jetzt wird es die ersten Punkte. Ja, Teilungen quasi geben müssen, oder zumindest einer von beiden wird Punkte liegen lassen müssen. So, zurückhaltende PK von Hünemeyer. Das Spiel gegen Sandhausen ist Vergangenheit. Ich muss wirklich nichts mehr dazu sagen. Jo, Flörkes Trainingsbericht, wer ist das denn? Luis Flörke, 17 Jahre jung. Er hat sich verbessert. Das ist was wert. HSV spielt passend 1-1 gegen St. Pauli. Kaiserslautern spielt 0-0 gegen KSC. Mit dem Sieg können wir die Abstiegsränge verlassen und auch das Pokalspiel vergessen machen. So, Spieler der Woche mal wieder am Freitag gekürt. Philipp Heise, Auswertung der Trainingswoche. Niemand trainiert gut. Diverse trainieren schlecht. Ich habe diesen Hajiyev ja mal jetzt mal recherchiert. Der war mal wo bei Paderborn. U19 spielt jetzt aber wo ganz woanders. Also das scheint wirklich so Karteifehler hier zu sein. Nürnberg gegen Schalke ist das Topspiel. Verfügbarer Spieler der ersten Mannschaft, der Ansa, der hat in der Realität für die zweite Mannschaft 2 Tore geschossen. Das war nicht schlecht. Kaspari informiert sie über das Training. Diverse sind unzufrieden, aber wir gucken jetzt erstmal gegen Braunschweig. Wenn das auch wieder schief geht, dann müssen wir vielleicht auch am Training was ändern. Rohr steigt wieder voll in das Training ein, hat das den Fitnesstest auch bestanden. Uja, Anthony Uja spielt hier. 16.804 Karten verkauft. 21 Grad. Windstill. So, nach der Rotation wird jetzt fleißig zurückrotiert. Platte, wohl Grimaldi hat getroffen. Dann darf der auch nochmal spielen. Hut im Tor. Korda ist. Ist das, weil er nicht registriert ist oder weil er verletzt ist? Er ist nicht registriert. Aber ich würde ihn jetzt sowieso erstmal wieder rausnehmen. Heuer spielt. Eine Spitze hier, Bilbia und Kruse im Zentrum. Machen wir mal Klaas. Leipertz spielt wieder. Rohr ist noch nicht ganz wieder am Start, deswegen lasse ich ihn auch erstmal draußen. Kleefisch kommt wieder rein für Schuster, Muslia, Hofmeier. Ja, so sieht das ganz gut aus. Gucken, dass ich jetzt die Bank auch richtig bestücke. Conte ist noch verletzt. Justus Henke, ich habe gelesen, das ist der Neffe von Michael Henke, der auch aus der Region kommt, hatte ich gar nicht so auf dem Schirm mehr. Interessant, interessant. So, ich denke, jetzt sind wir richtig aufgestellt. Auswärts spielen wir jetzt noch einmal. So, wenn wir uns nochmal auswärts so desaströs präsentieren, dann gibt es nochmal Konsequenzen. Klaas fehlt es an Spielpraxis. Ja, wenn das so ist, dann nehme ich ihn doch lieber raus. Ich tue Benjo einfach hier nochmal die Chance. An der Seite von Kleefisch. So, sind wir auch bereit. Irgend so ein rotes Ausrufezeichen war noch. Tue Benjo ist beleidigt, weil er auf einer falschen Position spielen muss. Der junge Mann soll mal froh sein, dass er überhaupt spielt. Die Spieler wärmen sich auf. Hier in Braunschweig. Krause, ehemaliger Paderborner auf der Bank. Pepe Borger, natürlich steht Hoffmann vor Anpfiff weg auf dem Platz. Er ist unser bester Spieler. Perfekt, sagt Martin Fabian. Ja, jetzt wenig Risiken in der Startformation.
außer dass ich Tocquenio aufstelle, spielen auch mal in Rot. Oysterballen. Ich will heute ins Staunen versetzt werden. Geht raus, zieht eine Show ab. Eine Reaktion, man hört. Bin zirpen und ich werde noch befragt von Fabian Rota. Können Sie erklären, warum Marcel Melem heute fehlt? Nach unseren Informationen ist er nicht verletzt. Das ist Rotation, sowas versuche ich, wenn es sich die Möglichkeit bietet. Nur einmal jetzt im Pokal gespielt. Hoffen Sie, dass Max Kruse besser in Form kommen kann als zuletzt, indem Sie ihn heute von Anfang an bringen. Ich erwarte mehr von ihm, bin entschlossen, ihn dazu zu bringen. Im Sturm. Ganz ordentlich gefülltes Stadion. 6 Änderungen, aber ja, im Vergleich zum Pokal. Ein paar Paderborner Fans sind auch dabei. Wir haben erst einen Punkt. Können mit dem Sieg Eintracht Braunschweig aber überholen. Und diverse andere wohl auch. Los geht's. Vornherein anders präsentieren, aber direkt ein Freistoß hier für die Braunschweiger und der war ganz schön gefährlich, Behrendt, Millimeter über das Tor. Jesus, Maria. Schalke führt schon gegen ihre Fanfreunde aus Nürnberg, Terodde trifft, schon wieder Freistoß, Marx und Hut muss, boah, parieren, Musli haut den Ball weg, aber der Ball ist noch heiß, Kaufmann, Kleefisch haut ihn weg, boah, das war schon zweimal gefährlich, aber jetzt Standard, Kontergelegenheit nach dem Standard, Kruse, wir haben sogar Überzahl, 3 gegen 2, Kruse, mach was, Kruse schickt Bilbia und Bilbia schickt Grimaldi und der müsste doch im Abseits sein, oder? Ist nicht im Abseits? Doch, er ist im Abseits. Aber immerhin mal ein Konter ordentlich und zügig durchgezogen. Jetzt ein Freistoß für uns, Muslia, der auch deutlich mehr zeigen muss. Grimaldi, der bisher das Tor beim einzigen Punktgewinn erzielt hat. Auch beweisen, warum er den Vorzug vor Platte hier wieder bekommt. Kleefisch. Doppelpass auf Tocquenio, der beleidigt ist, dass er da spielen muss, aber der Schuss war ja zu hoch. Aber ist durchaus ein talentierter Mann, von dem man mehr erwarten kann. Aber wir fängt doch schon mal ganz gut an. Schon mal 2 Torschüsse in den ersten 10 Minuten. Konnte man bisher nicht immer in den letzten Spielen von reden. Marx, Behrendt. Die Roten alles Paderborn? Nein, ist ja unser Gasttrikot. Das werden wohl keine der unsrigen sein. Braunschweig, da war ich auch schon mal im Stadion. Vor knapp 10 Jahren. Oscholek und Heuer. Musliu. Recht schönes Oldschool-Stadion mit der Laufbahn und so. So, jetzt Bilbia. Das ist jetzt die Chance und schöner Pass auf Kruse. Max Kruse. Max Kruse ist durch. Oh, da ist aber noch ein Verteidiger. Kruse chippt ihn rein. Erste Saisontor. Wir gehen in Führung. Max Kruse, unsere erste Führung. Max Kruse trainiert schlecht, aber ja, erwartet man von einem Max Kruse vielleicht auch, dass er aber so wunderbaren Tor macht. Das erwartet man von Kruse. Auch Tocquenio hier mit dem eröffnenden Pass und Bilbia mit einem feinen Pass. Grimaldi war auch mit dabei und Kruse lässt sich da nicht lange bitten. Chippt ihn da rein und wir gehen endlich mal in Führung. Das ist doch wunderbar. Wir stehen erstmal auf Platz 12. Da sieht die Welt schon ganz anders aus. Aber es sind nur noch 80 Minuten auf der Uhr, aber es vom Feeling her gibt mir ja schon mal ein gutes Gefühl. Vor allem, dass ich ja trotzdem noch hier so ein bisschen experimentiere, hier den Tocquenio aufstelle und so. Junge Leute fördern gehört dazu. Kleefisch, Muslim. Tocquenio schon wieder mit dem hohen Ball. Der macht das gar nicht schlecht, wobei dieser Pass jetzt nicht verwertbar war, aber durchaus aktiv. Oh, jetzt wird Uja geschickt, das war wunderbar gemacht und er trifft die Latte, das hätte der Ausgleich sein müssen, aber er war es nicht. Glück für uns. Naja, da sahen wir defensiv ganz und gar nicht wieder. So rote Schrift haben, die macht ein bisschen aggressiv, glaube ich. Und die Braunschweiger Schrift sieht aus wie Senf, immer ein bisschen hier wie Ketchup und Senf da unten. Kriegt man vielleicht Hunger. So, Marx. Endo, Heuer kann wegköpfen, aber er köpft ihn zu Oscholek und dann ist schon wieder Endo. Musliu, der haut ihn einfach weg und schon wieder. Die Bälle kommen immer wieder bei
den senffarbenen Löwen an ihrem... Oh, Kaufmann macht hier direkt das 1:1. Bullshit. Die Führung nicht lange gehalten. Das Tor zählt. Und zu oft denen die Bälle zurückgegeben. Kaufmann ist frei. Hoffmeier sieht da in meinen Augen nicht gut aus. Ja, Viertelstunde gespielt, schon zwei Tore gesehen. Höchst unterhaltsames Spielchen hier. Jetzt ein Freistoß aus aussichtsreicher Position für uns. Muslia und ist der Ball weg. Aber Muslio holt ihn sich zurück. Fehlfisch. Kein einziger Fehlspieler in unserer Hälfte. Muslio. Leipatz. Fehlfisch. Wir haben schon zumindest mehr Spielanteile, hat man ja in Sandhausen gar nichts von gesehen. So, Grimaldi wird geschickt und ja, er versucht es einfach mal. Nee, der war ja gar nicht am Ball. Dekali mit dem Rückpass per Kopf. Griesbeck, da sind wir oft nicht entschlossen genug. Uja, Kaufmann, der Kaufmann schon wieder und Endo. Und Endo schiebt ihn rein, das gibt's nicht. Aber das könnte abseits gewesen sein. Es wird überprüft. Die Tormusik gefällt mir nicht. Es wird überprüft. Florian Heft bittet den Assistenten. Das Tor wird gegeben. Scheiße. Ja, da wurde das Spiel schnell gedreht. Sind wir wieder im Rückstand. Das ist wieder erstmalig in diesem Spiel. Da fallen wir dann wahrscheinlich wieder auf den Abstiegsplatz zurück. Da sind wir auf Platz 18. Wie schnell kann es gehen? Defensiv ist das hier ganz und gar nicht gut. Der Kaufmann schon wieder. Die hebeln uns da einfach aus. Feuer jetzt auf den Deck. Aber dann die Pässe, wenn wir sie hinten raushauen, kommen immer wieder zurück zu den Braunschweigern. Ja, jetzt aber nochmal die Chance. Kruse. Ah, vertändelt den Ball leichtfertig. Das macht uns hier doch die Defensive Sorgen. Colau, Kaufmann und das gibt's nicht. 3:1. Innerhalb von wenigen. Aber es wird schon wieder auf Abseits reklamiert. Komm, hoffentlich war es jetzt mal Abseits. Es wird schon wieder überprüft. Hier kommt jetzt schon die Wiederholung. Könnte abseits gewesen sein. Kaufmann. Ich hoffe sehnlich, dass es abseits ist. Es ist scheinbar abseits, aber das Tor wird trotzdem gegeben. Es wurde wohl doch nicht überprüft. Jetzt liegen wir 3:1 hinten. Leute. Wenigstens noch das 3:2 vor der Pause. War es wirklich abseits? Kaufmann mit zwei Toren. Aber jetzt nochmal wir in der Offensive hier. Oh nein, ist der Ball schon wieder weg. Marx. Oh, fing so gut an. Die Abwehr wackelt verdammt. Kaufmann. Ich würde jetzt ja gerne wissen, ob es wirklich doch abseits war. Warum schnappt ihr euch den Ball da nicht? Dass wir jetzt noch einen reinkriegen. Ja. 5 Minuten noch in der ersten Halbzeit. Ein bisschen Nachspielzeit wird es bestimmt geben. Oscholek. Schießt drüber. Aber auch da, wir gehen nicht genug drauf. Haben wir noch einen Anschlusstreffer für sich von der Pause. Wir stehen zumindest wieder auf Platz 17. Wiesbaden liegt 1:0 hinten gegen Hannover. Halbzeit, es ist soweit. Also. Aber dann in 12 Minuten 3 Gegentore geht gar nicht. Geht gar nicht. Ich will in der zweiten Hälfte eine deutliche Leistungssteigerung.
Warum die Noten alle so gleich gut sind, verstehe ich nicht. Gerade wenn die Abwehr doch so schlecht spielt oder sind das die Mittelfeldspieler? Aber hier ist Noten. Denn der Sound jetzt? Oder war der Sound weg? Irgendwas stimmt hier gerade nicht technisch. Bringe mal Müller für Musliu. Ich will ihn jetzt hier nicht als alleinigen Schuldigen darstellen, aber irgendwas muss ich tun. Und Togbenio, das Experiment beende ich auch erstmal und bringe Kin Zombie. Ansonsten spielen wir jetzt offensiv. Ich weiß nicht, warum die Noten hier alle so durchwachsen sind, wenn wir so schlecht spielen eigentlich. Grimaldi ist ängstlich und Kruse ist auch ängstlich. Dass Max Kruse Angst hat, das kennt man noch gar nicht. So, Grimaldi kriegt mal eine Ansage hier. Mach dir keinen Druck, geh raus, hab Spaß. Er ist immer noch ängstlich. So. Müller und Kinzombi für Musliu und Tupenio. Offensive Ausrichtung. Wir brauchen einen schnellen Anschlusstreffer und müssen defensiv deutlich kompakter stehen. Nürnberg mit dem 1-1 gegen Schalke. Oscholek. Hannover macht das 2-0 gegen Wien Wiesbaden. Das war scheinbar noch in der ersten Halbzeit. Schon wieder mal eben drei Gegentore kassiert und das Spiel ist noch lange nicht vorbei. Hofmeier hat aufgepasst. So. Ja, da sah zumindest der Anfang des Spiels mal gut aus. Kaufmann. Unser Kryptonit hier heute. Uta. Und den Ball gewinnen. Nicolao schickt auch Scholek. Wir sind einmal viel zu weit weg von den Gegnern. Leitschuss und Uja macht das 4-1. Das geht doch viel zu einfach. Was ist denn hier los? War es jetzt wieder abseits? Erstes Tor für Uja. Das Tor zählt und ich glaube, es wird hier noch ein langer Tag in Braunschweig. 4-1. Boah, wir haben noch 40 Minuten Zeit, aber das wird richtig gut. Schnell eine Antwort bitte, meine Herren. Bilbia. Da ist der Ball wieder weg. Griesbeck auf Marx. Dürfen wir uns hier auf Abstiegskampf einstellen in diesem Jahr? Es sieht alles danach aus. Bisher ein desaströser Saisonstart. Marx, dann sollte man vielleicht doch noch auf dem Transfermarkt aktiv werden. Uja, Kaufmann, nochmal Uja. Und Uja haut ihn rein und das wird jetzt wirklich bitter und hoch. Und ich weiß gar nicht, was hier los ist. 5-1 in der 50. Minute. Zwei Tore in drei Minuten. Hofmeier sah nicht gut aus. Ich bin jetzt auch sehr offensiv mit dem Risiko, dass wir uns jetzt hier total abschießen lassen. Ich wechsle eigentlich ungern vor der 60. Aber jetzt bleibt mir ja nichts anderes übrig. Man könnte jetzt natürlich sich hinten reinstellen und Schadensbegrenzung versuchen, aber das ist nicht mein Stil. Ich bringe jetzt Platte für Grimaldi. Dann bleibt ja, kriege ich da nicht die Chance hier Spaß zu haben, wie ich es ihm gesagt habe. Keine Innenverteidiger mehr. Ezequem kommt für Hofmeier. Und Natsch kommt einfach mal für Klefisch. So, damit haben wir fünfmal gewechselt. Es steht jetzt schon 5-1. Nicht, dass die Braunschweiger es hier zweistellig machen. So, dreifacher Wechsel. Können wir wenigstens noch ein bisschen offensiv was zeigen. Puh, ist aber auch jeder Schuss ein Treffer bei Braunschweig. Gelbe Karte gab es übrigens von Griesbeck vorhin. Ja, jetzt passiert nicht mehr viel. Braunschweig hat vielleicht auch ein Nachsehen. So, aber es ist noch knapp 25 Minuten zu spielen.
Wenigstens noch ein bisschen Ergebniskosmetik betreiben, wenn man hier schon wieder 5 Gegentore kassiert. Max Kruse. Da ist der Ball wieder weg. Muslia. Ja, was soll man damit anfangen? Aber da unfreiwillige Vorlage für Platte und er macht fast das 5:2. Immerhin mal eine Chance, aber jetzt hier wieder Uja. Uja und Kaufmann. Jetzt hier den Schneid abgekauft. Torlinientechnik. War der Ball eigentlich drin oder was? Was wird hier ständig wiederholt? Ich guck's mir jetzt nochmal an. Ich sehe das zwar nicht. So, jetzt Müller. Zurück zum Keeper. E-Horst. Das ist von Apple, der neue iHorst. So, Kinzombie auf Platte. Das sieht doch teilweise wie Fußball aus, wenn man jetzt die 5-1 hinten liegen würde. Das ist doch gar nicht so schlecht. Sein Kinzombie, wunderbares Tor, wunderschönes Tor. Toll herausgespielt. Und noch sind 20 Minuten hier auf der Uhr. Kinzombie mit dem ersten Saisontor zeigt auch, warum er verpflichtet wurde. Das war wirklich wunderbar ausgespielt. Kinzombie auf Platte, zurück auf Muslia, legt quer. Kinzombie völlig frei, trockener Schuss. Das war stark. Vielleicht geht hier noch was, wenn wir jetzt ein schnelles 5:3 machen. Sieht ja zumindest schon mal ein bisschen weniger schlecht aus auf der Anzeigetafel. Uja. Aber nicht, dass wir hier direkt wieder einen reinkriegen. Krause. Allein schon wieder 5 Gegentore kassiert zu haben, spricht ja auch schon für sich, aber ja, was soll man sagen? Endo. Wittmüller. Wittmüller über das Tor. So. Können wir wenigstens nochmal verkürzen in den letzten 20 Minuten. Kiewski. Unterhaltsames Spiel für den neutralen Betrachter sicher. Und Platte mit einem guten Ballgewinn. Platte. Ah. Nein, Natsch, Kopfball, Essequim, die hereingekommenen zeigen sich. Kinzombie schickt Kruse und Kruse haut ihn rein. War das kein Abseits? Das muss doch Abseits gewesen sein, oder? War das kein Abseits? Es wird auf Abseits reklamiert und ich fürchte, das war wirklich Abseits. Ich fürchte, das war sogar deutlich Abseits. Das muss nochmal überprüft werden. Warum wird das eben eigentlich nicht überprüft? Nein, das Tor wird gegeben. Das ist tatsächlich das 5:3. Es war kein Abseits. Max Kruse trifft zum zweiten Mal und Issequem Kinzombie auch wieder mit der Torbeteiligung. Wunderbarer Pass von Kinzombie. Irgendwer hat da das Abseits aufgehoben und Kruse haut ihn direkt an. Hier sind noch ja, knapp 20 Minuten zu spielen. Vielleicht, wenn wir jetzt hier das 5:4 machen. War wer anders im Abseits. Der hat aber nicht eingegriffen. Oder war es eine Fehlentscheidung? Mir egal. Wenn wir jetzt hier das 5:4 machen, dann tanzt hier aber das Rumpelstilzchen in Braunschweig. So, die letzten Minuten laufen. Wir müssen jetzt was machen. Wiesbaden verkürzt 1:2 gegen Hannover. Wenn wir jetzt das 5:4 machen, dann wird es sicher noch eine stattliche Nachspielzeit geben. Aber Fehlpass von Bilbia. Zumindest hier noch ein bisschen aus diesem eigentlich verloren geglaubten Spiel noch was rausgeholt. E-Horst. 88. Minute und Ujan haut ihn rein und entscheidet dann wohl auch das Spiel. Auch das könnte Abseits gewesen sein. Es muss halt irgendwann auch mal wirklich Abseits sein. Wird das geprüft? Auch das wird geprüft. Aber bisher wurde ja jedes Tor gegeben. Das Tor wird aberkannt. Das Tor war keins. Das Tor zählt nicht. Abseits wird gegeben. Das ist für uns gut. So, 4 Minuten Nachspielzeit. Geht hier noch was. Aber wir brauchen noch 2 Tore. Aber ein 5:4 würde ja deutlich besser zu verdauen sein als ein 5:1. Na gut, es steht 5:3 noch. So, Natsch schickt Leipatz. Ah, der Ball kommt nicht an. Der ist ja wieder weg. 3 Minuten. Uja. Da ist niemand. Wir haben ja noch einiges rausgeholt. Kinzombie und Kruse waren hier sicher positive Akteure. Aber noch ist das Spiel nicht vorbei. Müller. Die Kali Natsch. Der Natsch gefällt mir auch gar nicht so schlecht da im Zentrum. Kinzombie. Der macht das wirklich gut. Platte und Bilbia. Und Bilbia trifft. Das ist das 5:4. Das ist das für ein Fußballspiel. Seitdem wir auf sehr offensiv gestellt haben, geht hier einiges.
Es geht einige, das Spiel ist noch nicht vorbei. Zählt das denn? Kein Zombie. Kein Zombie und Platte. Der Platte gefällt mir auch gut. Und Bilbia, der hat auch schon einige Torbeteiligungen jetzt hier und heute gehabt. Und noch sind hier 2,5 Minuten zu spielen. Vielleicht kriegt die Nachspielzeit noch eine Nachspielzeit. Ah, die Zeit ist rum. Und wir verlieren mit 5:4. Das Spiel wird als absoluter Klassiker bezeichnet. Und das zu recht. Ich meine, wir haben schon wieder auswärts verloren. Aber alle drei Stürmer da vorne haben getroffen. Muslia. Hä? Warum? Bilbia-Platte? Ach ne, das waren aberkannte Tore, oder was? Warum sind hier so viele Bälle mit Uhren drauf? Naja, auf jeden Fall. Wir haben leider knapp verloren. Aber wir haben immerhin 4 Tore geschossen. Aus einem 5:1 noch ein 5:4 gemacht. 2 Tore von Kruse. Einmal Kin Zombie, einmal Bilbia. Achso, das hier waren Assists, oder was? Ein Assist von Bilbia, einer von Muslia, einer von Kin Zombie, einer von Platte. Viele Abseitsstellungen, die überprüft werden mussten. Bilbia war der beste Spieler. Die Noten sind dennoch zu hoch dafür, dass wir jetzt mal 5:1 hinten lagen. Und ja, unterm Strich ist es aber mal wieder eine Niederlage. Aber es war ein aufregendes Spiel. Und wir können dann doch unterm Strich einiges Positives doch daraus nehmen. Ich meine, gut, man lag zwischenzeitlich 5:1 hinten, das kann man nicht schönreden. Aber wir haben noch ein Spektakel rausgemacht. Also ich sage, ich bin stolz auf euren Einsatz, auch wenn es heute nicht hat sein sollen. Sollen sein. Positive Reaktion. Also die Mannschaft, man hätte sicher nach dem 5:1 auch völlig abschießen lassen können. Braunschweig wird sicherlich auch einen Gang zurückgeschaltet haben, aber man hat noch Spannung reingebracht, wo die Spannung eigentlich schon längst weg war. Von daher, so, dieses Spiel wird als eines der besten in die Geschichte dieses Wettbewerbs eingehen. Wie sahen Sie es? Ja, da haben Sie völlig recht, Herr Paten. In dem Spiel steckte extrem viel Qualität, was sich auch in den Toren widerspiegelte. Wie stark war das Tor von Kin Zombie, bitte? Ja. Falls jemand in letzter Zeit ein besseres Tor gesehen hat, soll er mir den Clip schicken. Ja, das klingt jetzt alles deutlich sehr positiv dafür, dass man aber eigentlich ja verloren hat und auch zwischenzeitlich mega hoch zurücklag. Aber so ist es halt. Wir stehen auf Platz 17, haben jetzt einen Punkt, sind im Pokal rausgeflogen. Schalke spielt 1:1 in Nürnberg, Wiesbaden verliert 2:3 gegen Hannover. Auch das war sicherlich ein aufregendes Spiel mit 2 Toren in der Nachspielzeit. Wiesbaden damit weiter mit 0 Punkten hinter uns. Ja. Aber man kann darauf aufbauen und es war ein denkwürdiges Spiel. Als nächstes spielen wir zu Hause gegen Elversberg. Da müssen dann die nächsten Punkte her. Zumindest haben wir das Tore schießen. Wir haben bewiesen, dass wir Tore schießen können. Hertel ist erfreut vom Comeback, Pressekonferenz von dem Presse-Uwe gemacht. Das war schon ein Knallerspiel, also. Der neutrale Zuschauer soll sich nicht beklagen. Aber wir müssen jetzt in erster Linie an unserer Defensive arbeiten. Aber die Offensivreihe hat durchaus überzeugt. Kin Zombie ist definitiv ein Mann für die Startformation. Auch ein Natsch hat mir gefallen in dem, was ich gesehen habe. Der Hoffmeier wird wahrscheinlich nächstes Mal rausgehen. Der Müller wird wahrscheinlich für ihn in die Abwehr rücken. Hertha gewinnt 2:1 gegen Magdeburg. Wieder mal von Kaufmann beeindruckt. Ja, also im Sturm Felix Platte wird jetzt auch beim nächsten Mal dann wahrscheinlich starten. Dann haben wir vorne Bilbia, Platte und Kruse. Im Zentrum Kin Zombie. Der Tugbenio, ich weiß nicht, ob der das ein Experiment wert war. Wir haben ja in der ersten Halbzeit so stattlich kassiert, aber das ist jetzt nicht an ihm festmachen. Die Noten waren ja bei keinem so richtig schlecht, wobei ich mich frage, ob das bei diesem Spiel halt immer so ist. Kriegt nie einer wirklich schlechte Noten. Ja, die Abwehr wird neu formiert. Ich werde da vielleicht auch irgendwie einstellen, dass sie mal ein bisschen mehr drauf gehen. Kruse und Kin Zombie waren ganz gut. Ich habe den Leuten ja hier auch versprochen, dass Nachwuchsspieler eingesetzt werden. Da muss ich das auch mal ein bisschen machen. Ja, Hauptsache, wir werden jetzt nicht völlig abgehängt in der Tabelle und ich werde jetzt nicht direkt hier jobtechnisch in Frage gestellt. Düsseldorf gewinnt 3:0 gegen Rostock, Kiel gewinnt 1:0 gegen Fürth und Elversberg, unser kommender Gegner, gewinnt 2:0 gegen Osnabrück. Damit, ja, Rostock und Osnabrück haben beide auch nur einen Punkt, die können wir alle nächste Woche überholen. Wiesbaden ist noch hinter uns. Vorne haben wir 4 Clubs mit 10 Punkten, das sind Hertha, HSV, Hannover und St. Pauli. Hertha, neuer Tabellenführer. Gucken wir mal, ob wir hier noch Transfers haben. Schalke hat 2 Spieler ausgeliehen.
Pipi auf Leihbasis von Eindhoven nach Rostock. Diego Contento, ablösefrei nach Wien Wiesbaden. Das ist für uns natürlich auch noch eine Option, noch auf dem Transfermarkt tätig zu werden. Wenn wir das nächste Heimspiel nicht gewinnen, sollten wir das auf jeden Fall tun. So. Sergio Gomez von Man City nach Hertha ausgeliehen. Sonst noch einige Leihgeschäfte hier. Parrot von Tottenham nach Hannover. Schatkowski, ablösefrei nach Karlsruhe. Ali Akman von Frankfurt nach Magdeburg ausgeliehen. Juan Larius von Southampton nach Schalke ausgeliehen. Viele, viele Leihgeschäfte. In die dritte Liga. In der Bundesliga. 4,9 Millionen Euro. Boré geht von Eintracht Frankfurt nach Crystal Palace. Einige Leihgeschäfte auch ins Ausland hier. Agu für 4,6 Millionen von Werder Bremen nach Freiburg. Köln hat einige Spieler verliehen. Unisivo von Mainz nach Rennes für 5,75 Millionen Euro. Höhler für 2,3 Millionen Euro von Freiburg nach Hoffenheim. Perrault von Southampton nach Bayer Leverkusen für 10,25 Millionen. Geiger von Hoffenheim nach Wolfsburg für 10 Millionen Euro. Bundesliga hat jetzt auch begonnen, glaube ich, ne? Jawohl, der erste Spieltag fand statt. Bayern gewinnt 2-1 gegen Dortmund. Immer ein Knaller. Darmstadt 1-1 gegen Augsburg. Heidenheim gewinnt 2-1 gegen Wolfsburg. Hoffenheim gewinnt 2-1 gegen Köln. Werder gewinnt 3-0 gegen Freiburg. Bochum 1-2 gegen Leipzig. Leverkusen gewinnt 3-0 gegen Mainz. Union gegen Frankfurt und Stuttgart gegen Gladbach findet noch statt. Das gucken wir uns jetzt mal an noch. Check ist zur Stelle. Schwerspieler der Woche. Es wurde am Freitag erst einer gekürt. Schnellbacher. Ansa spielt beim U19-Sieg ordentlich. Könnte auch mal ein Kandidat sein für die erste Mannschaft. Mal schnupperweise. So, zeigt mir die anderen Ergebnisse aus der Bundesliga. Frankfurt gewinnt 3-0 bei Berlin, Union Berlin. Stuttgart gewinnt 3-1 gegen Gladbach. Damit ist der erste Spieltag vorbei. Frankfurt ist der erste Tabellenführer. Ganz unten Mainz, Freiburg und Union in der dritten Liga. Das war jetzt schon der dritte Spieltag. Gehe ich jetzt einfach auch jedes Mal die Spieltage durch. Münster verliert 0-2 gegen Essen. 1860 gewinnt 3-0 gegen Halle. Dresden verliert 1-2 gegen Ulm. Viktoria gewinnt 2-0 gegen Bielefeld. Duisburg gewinnt 2-1 gegen Mannheim. Regensburg verliert 2-3 gegen Sandhausen. Verl gewinnt 3-2 gegen Freiburg 2. Lübeck gewinnt 3-1 gegen Saarbrücken. Ingolstadt gewinnt 3-1 gegen Unterhaching und Aue spielt 1-1 gegen Dortmund 2. Ulm mit 9 Punkten vorne, Bielefeld mit 0 Punkten ganz hinten, ja. In OWL läuft es gerade nicht so recht. Wir haben zumindest ein absolut denkwürdiges Spiel gesehen hier gegen Braunschweig und wir hoffen, dass wir beim nächsten Mal noch was Positives rausziehen können. Dann geht es gegen Elversberg und dann müssen wir auf jeden Fall 3 Punkte holen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.